So, hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther P. und das hier ist ein kleines Let's Play zu Call of Duty Modern Warfare 3. Und ich werde hier mit euch gemeinsam den Singleplayer komplett durchspielen und ich muss dazu sagen, ich habe schon ein bisschen im Singleplayer gespielt, weil ich eine Aufnahme gemacht habe, die fand ich aber scheiße, weil das hier mein erstes Let's Play ist, wo auch Leute dazwischen quatschen können. Nicht so wie bei anderen Spielen, wie bei Terraria oder Minecraft oder so, da ist man ja praktisch die ganze Zeit für sich alleine, aber hier im Call of Duty gibt es ja auch andere Leute, die mit einem interagieren und mit einem sprechen, also CPUs natürlich jetzt, und ja, da fand ich so dieses Zusammenspiel bisher noch nicht so gut und deswegen mache ich jetzt einfach noch eine neue Aufnahme. Das ist aber alles halb so wild und hat euch eigentlich auch sehr wenig zu interessieren. Das Wichtigste ist, dass es jetzt alles gut wird und ich eher ein neues Spiel starte. Ja, und Rekrut für Neulinge bei First-Person-Action-Spielen. Naja, ich bin jetzt kein wirklicher Neuling, würde ich sagen, ne? Soldat, ihre Fähigkeiten im Kampf werden auf die Probe gestellt. Ja, auf die Probe gestellt klingt schon ganz gut, aber mal gucken, was es sonst noch gibt. Söldner, ihre Fähigkeiten werden strapaziert. Strapazen? Ich will mir lieber keine Strapse anziehen. Veteran, sie werden nicht überleben. Ja, ich werde nicht überleben auf Veteran. Und hier mit dem Strapsen, das wollen wir auch nicht und deswegen nehmen wir einfach mal Soldat. Und das Intro beginnt! Die Welt, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne da einen Raum. Call of Duty Modern Warfare 3. Jetzt behält sich im Laden. Wie ist die Lage bei New York? Die russischen Störsender haben unsere Luftunterstützung lahmgelegt. Solange sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennett Field ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord, Metal 01 am anderen Ende. Hier Sandman. Bestätige den Assistenzeinsatz. Over. Gut, Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre Mast befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir es an. Also, Delta Frost. Und jetzt beginnt unsere erste epische Mission im Action-Krawall des Universums von Modern Warfare 3. Schwarzer Dienstag, 17. August, 10.18 Uhr, St. Sharon Frost Westbrook, Delta Force, Manhattan, New York. Mach dich bereit, wir müssen los, schnell! Wohin denn? Ich hab Angst. Ah. Oh. Oh oh.
Köpfe anziehen! Ah, mal Glück gehabt. Danke. Ziel ist 500 Meter nördlich. Wir nähern uns. Los! Okay, verstanden, Chef. Dieser Sandman, ne? Das ist die gleiche Synchronstimme wie bei StarCraft 2, Jim Rayner. Wie heißt er nochmal? Tim. Er ist irgendwas mit Tim. Ich weiß nicht mehr genau, wie er weiter heißt. Ich rücke vor! Ich werde beschossen! Ich stehe unter Beschuss! Was ja eigentlich natürlich das gleiche ist, aber egal. Stirb doch! Gegner erledigt! Verziehen sich nach hinten! Wir müssen weiter! Oh, oh, Granate! Oh! Und tot! Zeigt euch! Ihr Pussy Rangers! Zwei Gegner erledigt! Wir müssen weiter vor, vor, vor! Okay, das sind Verbündete. Vorwärts! Ich gebe die rechte Flanke. Viele Gegner erledigt. Viele Gegner erledigt. Ich habe sogar eine Uhr. Oder was ist das da mit dem Arm? Ich muss noch kurz nachladen. Oh, die, nee. Keine Ahnung, was das ist. Irgendeine Armee futzt die Scheiße. Bam. Ach, getroffen. Immer dieser Aiming-Skill, ne? Mein nicht vorhanden noch. Ich rücke vor an die große Barrikade. Ah. Da. Bam, erledigt. Ja, wo ist denn mein ganzes Team? Ah, jetzt kommt das erst nach vorne gerückt. Okay. Dieser scheiß Türraum hier hat mich gerade voll blockiert. Ah. Was ist? Ach, soll ihr folgen? Genau wie vorher. Störsender vernichten, die bösen töten. Okay, die Leute sind verdammt leise. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das da machen werde, dass ich leise bin oder so. Muss ich da mal gucken, wie ich das schlussendlich mache. Ein bisschen doof, weil die Umgebungssounds sind ziemlich genauso laut wie die Menschen. Also wie die Sprecher hier. So. Das ihr weiß natürlich schon, weil ich, wie gesagt, das hier schon mal gespielt habe, die Stelle. Und ich sag euch dann aber schon Bescheid, an welcher Stelle das blind wird hier. Da erledigt. Ach, da oben. Genau. Ich erinnere mich. Vor, vor, vor! Ich habe auch noch leichte Frame-Einbrüche, aber ich denke, das werde ich mal bis zur nächsten Aufnahme fixen. Und ein bisschen vielleicht die Auflösung runterstellen. Oder irgendwie so die Grafikdetails oder was weiß ich. So, dass es auf jeden Fall nicht ruckelt. Okay, haus sicher, vorwärts! Okay. Zur Börse? Ach stimmt, da war dieser Peilsender oder irgendwie sowas. Mach auf. Los! Roger. Whoop. Alter! Voll wie Silvester hier. Okay. Wo sind denn da welche? Da! Da war auch einer. Ihh! Du gemeiner Lump! So, erledigt. Okay, okay. Dann gehe ich nicht mal runter. Sieht schon stark danach aus. Hey, sind diese ganzen Laptops, vielleicht kann ich davon welche mitnehmen. Einsammeln, das sind doch irgendwie so Sammelobjekte, soweit ich weiß. Einer. Werfgranate! Fire in the hole! Oh, das ist meiner. Tut mir leid. So geht es im echten Krieg auch immer. Oh, Granate hinter mir. Erst immer drauf schießen auf die Kumpels und dann. Ah, das sind ja meine Kumpels. So, zwei Gegner erledigt. Leute, von wo?
Oh Gott! Lol, wieder hier reingerutscht ist der hier links. Okay. Ist niemand mehr? Oh. Ja, lustig. Lag da nicht noch gerade eine Granate? Egal. Oh, wir kämpfen natürlich wieder gegen die Russen, das war natürlich klar. Ja, können wir aufhören, da zu reden? Ich weiß jetzt nicht... Oh, scheiße. Ich weiß nicht, inwieweit ich das regeln werde, dass ich die Charaktere einfach überspreche oder so. Je nachdem auch. Na los, vorwärts. Ich lad nach. Cover me while I'm reloading. Da sind noch ein paar. Oh! Und die Sirenen sind ja an. Ich nehme jetzt mal meine andere Waffe hier wieder, die M41, der Klassiker unter den Waffen. So. Ja. Ich muss hier rausspringen. Aua. Jojo, ich geh, komm mit ab in die Pause. Hey. Aufhören? Menschen weh. Obwohl, keine Waffen Menschen töten, nur Menschen töten Menschen. Yay, Munition. Da habe ich auch mal gerade meine Munition auffüllen bei der Sekundärwaffe. Ja, los, 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 hol uns mit uns. Wie kann ich. Oh Gott. Oh Gott. Ist das hier schon die Börse jetzt? Ich weiß nicht, wie die Börse von hinten aussieht. Ach, das ist mein Kumpel. Mein Lightruck. Nimmt ihn alle. Zeigt euch doch mal. Wenn ihr nicht so ein bisschen langlaufen mal irgendwo. Wieso kriegt eigentlich nicht viel Multiplayer Punkte dafür, dass ich hier Leute töte? Was natürlich auch auf eine Weise nicht verwerflich ist, ne? Ja, du tötest einen Mensch. Punkte. So. Ja. Kann ich irgendeinen PC aufheben? Nope. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier 10.000 zu durchsuchen. Da ist einer da. Ja, Günsch, ein bisschen wild. Tut mir leid, da muss ich dich halt abschießen. Oh, oh, oh. Puh, war gut gehabt. Jetzt hat die Granate, wenn er dran. Weil Granaten jetzt ziemlich schwierig sind, also beziehungsweise ziemlich gefährlich sind im echten Krieg. Aber das soll jetzt mal nicht die richtige Thematik sein, weil jetzt ist ja hier nur, Puffy-Puffy-Krieg. Mit Action-Kino. So, vorwärts! Sehen. Okay. Ich bin an der Treppe. Ja, ja, ich gehe schon nach oben. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Und der Tod. Fertig. Ja, Balkon gesichert. Richtig. Ich habe auch gar nichts gemacht oder so, ne? Nö, nö. Habt ihr alles gemacht? Naja, natürlich seid ihr immer hinter mir. Direkt dahinter. Na, ihr seid schon mal an meinem Arsch dran. Ein bisschen schwul. So, alle weg. Ne, da oben ist noch einer. Ach, noch einer. Jetzt sind aber alle weg. Nach oben, nach oben. Schnell. Ich versuche ja schon mein Bestes. Eliminiert die Gegner. Neutralisiert. Scheiß Granaten. So. Ah, ah, willst du leben? Nee. Tot. Ganz schön brutal hier. Angebracht. Okay. Oh, oh, oh. 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 Bam, Junge. Signalar Thiel. Hört mich jemand? Hört mich jemand? Verstanden, Julian 6-3. Haben wir erfasst. Yeah, Julian. Auf Befehl. Angriffspunkt 4911. Bestätigung. Empfangen laut und deutlich.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich den darüber quatschen soll. Mache ich jetzt einfach mal. Ihr könnt ja unten im Chat lesen, wollte ich schon gerade sagen. Ihr könnt ja unten lesen, was die sagen. Falls ihr da so ein Wissbegierde habt. Ich werde jetzt einfach mal darüber. Alter! Ah, okay. Predator-Drohne. Juhu, Predator! Oh! Oh, 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 oh! Oh, der hat keine Lüftung geschafft. Nochmal. Feind nähert sich! Hol ihn vom Himmel! Okay. Und tot. Ah, wir hatten gut getroffen, ne? Ich bin der Pro. Ich bin der Pro-Dator. Nicht der Predator. Stirb doch endlich, geht doch. Auf, geh weg mit dir. Danke. Ab in den Heli. Ich schaff das noch. Boah, Loki, leck, leck, leck. Okay. Bam! Alle wegpfeffern hier. Ist auch noch einer. Erledigt. Verstanden, Overlord. Her damit. Okay. Wir haben mehrere russische Kriegsschiffe in unseren Häfen.